Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3 mit unserem König Hans II. Von Augsburg. Ja, das letzte Mal ist ja hier, sagen wir mal in Anführungsstrichen, was Wunderbares passiert. Es ist zwar unsere Mutter gestorben, unsere Mutter Bertha, vor Anspannung, ja, hatte einfach Stress. Und sie ist allerdings hier 54 geworden, im Gegensatz zu ihrem Mann, den Andreas, der geköpft wurde von seinem Bischof. Auf jeden Fall hat ja er sich vorgenommen, er ist ja hier ehrgeizig, das Reich zu erweitern. Und dann haben wir hier, wenn man hier mal reinschaut, vom Vermächtnis, das Gesetz hier noch vervollständigt und hier sieht man es Domänenschwelle plus 1 erhalten. Und in dem Moment haben wir das hier geerbt. In dem Moment haben wir hier die Grafschaft von Burgau geerbt. Also, es ist wirklich Wahnsinn von dem Adhemar. Also, zwar jetzt nicht der direkte Zusammenhang mit unserer Mutter, aber es war gerade in dem Moment, ist der hier auch in der Schlacht gestorben. Das lassen wir einfach einmal laufen. Und ich würde mal sagen, das reicht schon. Das reicht schon. Da haben wir ja hier den Gauzilin. Und da können wir jetzt mal hier unsere erste Schlacht schlagen. In 10 Tagen. Und sollte ja kein Thema sein. Oh, der Bruder wurde in der Schlacht erschlagen. Okay. Das ist schlecht. Ich habe herausgefunden, dass Königin Duchess, ihr erbt die Vasallenbande, die ihr auferlegt habt, mehr an euch zu zahlen, als ihr bisher eingefordert habt. Genau. Ja, wenn das so ist, wenn das da unser Bruder und Ratskanzler sagt, genau, es wird Zeit, das richtig zu stellen. Müssen wir jetzt mal die hier öffnen. Okay, es wird Zeit, das richtig zu stellen. Stopp mal kurz, jetzt schau ich nochmal hier rein. Genau, ist hoch. Ja, wenn es so ist. Oh, leicht mit dem Miesen. Das war ein schöner Sieg diesmal. Also das, so wünscht man sich das. Hat man ja in der Vergangenheit schon ein paar Kämpfe, die wesentlich schlechter für uns ausgegangen sind. Genau, das ist der eine Titel. Ich markiere die kurz einmal, dass man es die nicht verloren geht. Dann können wir es uns da mal anschauen. Was dann los ist, wenn sie ihren Titel. Was dann los ist, wenn sie ihren Titel los ist. So, die Bertha hat man freigelassen. So, und jetzt sollte das auch in wenigen Tagen durch sein. Oder in 2 Monaten. Okay. Was ist da jetzt wieder los? Ja, Verbündete in den Krieg rufen. Ruhmstufe erhalten. Okay. Belagerung gewonnen und Gefangene gemacht. Und ein Artefakt haben wir uns angeeignet. Aber das schauen wir uns dann an. Graf Gerlach erhält den umkämpften Titel. Forderung erzwingen, so sei es. Alle auflösen. So, und jetzt schauen wir hier mal rein. Genau, jetzt ist sie einfach wandernd. Können wir hier wieder weg. Sie hat ja zwar Ansprüche, aber ist landlos. Hier noch Geld.
Keine Leute, ist klar. Ja, ist natürlich unser verhasster Bischof. Ja, ein Akt der Tyrannei. Würde man zu gern, würde man einkerkern, aber man muss dann einfach mal langsam sagen, wir haben keinerlei Handhabe. Ja, da können wir auch nichts machen. Die hatten ja den Aufstand geplant. Und da können wir auch nichts machen. Dann lassen wir es gut sein. Dann hilft es alles nichts. Leider. So. Jetzt haben wir ja hier die Ballade von Mantua. Verteidigervorteil in kontrolliertem Territorium. Wird man eventuell verschenken. Das wird man auch mal verschenken. Und die Willibirg, würde ich sagen, die hat doch nichts bekommen. Wir brauchen es nicht. Ja, da mögen uns die jetzt wenigstens. Oh, genau. Die Bande kann man natürlich ändern. Oh, ist ein Akt der Tyrannei. Nein, weil wir Druckmittel haben. Werden wir natürlich dann gleich einmal eiskalt durchziehen. Herzogtum Lombardei können wir schaffen. Okay. Das ist gut. Und jetzt schauen wir mal hier ins Gefängnis rein. So, wer kann was zahlen? Zwei Leute dürfen natürlich sofort raus. 25, 10. Ja, Kampfgeschick durchschnittlich. Rekrutieren. Schwaches Druckmittel. Okay. Der ist ein schlechter Kämpfer. Schon 39. Lass mal raus. Die Anna. Druckmittel. Und hier noch ein Kind. Lassen wir es auch mal raus. Schauen wir, was sich dann tut. Gazilin. So. Die ist hier schon 4 Jahre drin. Dann würde ich mal sagen, die werden wir verbannen. Und das war's dann. Lebt wohl. Unser Schwager,
Na gut, werden wir wahrscheinlich zahlen müssen für unseren Schwager. Ute von Kempten kann heiraten. Unsere Schwester. Ja, ich soll sie selber machen. Okay. Jetzt bin ich ja wirklich gespannt, ob er tatsächlich noch irgendwann mal einen Sohn bekommt. Die Kunigunde ist schon 10. Gut, er ist 29. Die Frau ist schon 33. Schauen wir mal. Ja, fast 7000 Leute. Jetzt schauen wir mal, wie es denn mit dem Kriegsvolk steht. Pikeniere, wie viel kosten denn die? 75. Also dann müssen wir doch hier über 7000 haben. Wird überfallen. Okay. Da sind sie gleich dazwischen gegangen. Gräfin Frieda haben wir beeinflusst. Damit sollte es dann aber wirklich passen. Ja, aber wenn er hier Ratsverwalter ist, dann braucht er hier eigentlich nicht in der Fraktion sein. Da müssen wir die jetzt wieder markieren. Da kann man jetzt mal nicht helfen. Wir dürfen das auf jeden Fall nicht vergessen. Genau, 7000 Leute. Und neuen Lebenswandel, würde ich jetzt einmal sagen, auch wenn wir mit Hinrichtung jetzt nichts zu tun haben im Moment. Aber so müssen wir doch unseren Baum hier weitermachen, damit wir irgendwann mal dann bei Ränkespiel plus 5 bekommen. Ja. Da wird er dann natürlich besonders gut. Schauen wir mal hier rein. Jagdreviere eventuell. Und schon wieder eine Tochter. Ich fasse es nicht. Die Bertha, mögest du stark und weise werden? Ja, ich bin hier nicht sicher. Spielererbin. Die Kunigunde. Tja. Die haben Hofeigenschaften erhalten. So, wie sieht man jetzt wieder? Oh, mehr Kontrolle im Rennen haben wir beendet. Schauen wir natürlich jetzt einmal durch. Schaumberg wäre dann das nächste. Okay, dauert nicht allzu lang. Wie könnte man hier dann nachschauen, wer hier was wie erbt? Ich glaube, da geht es. Nachfolge. Okay. Verlorene Titel. Das ist wirklich so.
kann ich die jetzt eigentlich dann zur Herzogin machen? Ach, Titel vergeben kann man nicht. Jo. Dann könnte man nur die beiden dann enterben. Fehlt. Was fehlt hier? Ah, Bekanntheit. Okay. Bekommen wir ja noch. Bleiben wir ja knapp unter 7000. Jo, das Geld wird mehr, langsam aber sicher. Dann kehren wir wieder ein paar ruhige Tage ein. Was ist jetzt am Hof los? Schlechte Manieren? Rülps! Der laute Rülpser, der durch den Speisesaal hallt, verstummen alle Gespräche. Mein Erzbischof Hartwin klopft sich auf den Bauch und grinst. Ah, besser raus als rein, sagte mein Vater immer. Verschiedene Höflinge tauschen ungläubige Blicke aus. Bevor meine Schwester Ute, mein König, mich direkt ansieht, mein König war völlig unangebracht. Ja, das können wir nicht. Anspannung. Genau. Wir sagen jetzt, ob Erzbischof oder nicht, Hartmin wird die richtigen Manieren lernen. Ah, ist immer noch positiv. An den wunderbaren König Hans. Eure zarten Augen sind feucht, wie feuchter Schlamm. Alles in mir drängt mich, euch abzuknutschen, damit ich endlich erfahre, ob euer Kampfgeschick die Schlacht für sich entscheiden kann. Bitte seid der Odysseus für meine Penelope. Sie zeigen sich nur ein schwacher Ausdruck für meine Gefühle für euch. Ich werde alles tun, um meine ergebene Zuneigung zu beweisen. Das ist doch. Die wollen wir nicht. Wir wollen weiterhin Kinder von unserer Frau. Lasst auf der Stelle von diesem törichten Vorhaben ab. Das dachte sie sich jetzt so einfach. Okay, würde ich jetzt nur mal checken. Ja, mit denen kann man hier sowieso nicht allzu viel machen. Man sieht ja immer hier nur höchstens mehr Kontrolle. Könnte man hier mal einstellen, eventuell. Wie schaut es da aus? 11,4. Ja, ein bisschen was tut sich. Ja, wenn wir Hof halten können, werden wir natürlich immer Hof halten. Und dann geht's hier los. Mein Bruder Prinz Engelbert ist gerade damit an der Reihe, mir vor versammeltem Hof die Ohren voll zu machen. Glorreicher Bruder, erlaubt mir die Ehre, die Balladen, Sonette komponieren, die Euer Majestät würdig sind. Wird unser Hofdichter, wird Hofmusikant, wird Hofnarr. Ja, dann soll er Hofdichter werden. Warum nicht? Ja, ich finde auch, es schaut schon irgendwie so aus. Wird er Hofdichter? Verschmelzung kultureller Identitäten. Die Spannung ist zum Schneiden, als sich mir mein Vasall Graf Gazili nähert. Mein Fürst, ich komme mit ernsten Neuigkeiten, aber auch mit einer Lösung. Es wird zunehmend klar, dass die Angewiner und die Schwaben einander immer ähnlicher werden. Okay. Da würde ich jetzt mal sagen, arrangiert ein Spektakel, um unsere größten Errungenschaften zu zeigen. Hofhalten, Stab zu Stab.
Ein dünner, zerlumpter Bauer steht vor mir und starrt auf die Opulenz meines Thronsaals. Da er offensichtlich abgelenkt ist, rufe ich nach ihm, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. O, verzeiht, mein Fürst, mein Dorf in Rennes wurde dieses Jahr von der Brandfäule heimgesucht. Ja, das Geld haben wir nicht. Wenn die Felder unfruchtbar sind, sollte man zum Schwert greifen. Wenn wir das Geld jetzt hätten, hätte man es ihm gegeben. Aber dann ist jetzt unsere Aufgabe hier erledigt. Warum ist er nicht länger Hofdichter? Warum? Sollte doch Hofdichter sein. Okay. Dann hat er nicht die Eignung dazu. Tja, und dann ist wie immer, wenn die Staffel zu Ende geht, das hier die schlechte Nachricht. Weiterhin schaut es hier mit unserem Geld nicht so besonders gut aus, steigt zwar wieder, aber wir waren einfach vor allem in dieser Staffel sehr, sehr viel in Kriege verwickelt. Natürlich auch, sagen wir, selbst gemacht, aber er ist einfach mal ein Typ, der ehrgeizig ist und da tut sich was. Und so beende ich jetzt diese Staffel. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und schaut einfach in den Kalender rein. Ich nehme ja meistens so 3, 4 Wochen im Voraus auf. Da schreibe ich das immer in den Kalender rein, den ihr in der Infobox findet, wenn ich was hochgeladen habe. Und da könnt ihr mal schauen, auch vielleicht, was ich für andere Projekte noch habe. Ich finde, es sind ganz nette Sachen dabei. Freilich ist es nicht natürlich immer alles so ein perfekt tolles Spiel wie Crusader Kings 3, aber kann sich ja anderweitig auch mal die Zeit vertreiben. Ich jedenfalls danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch einen wunderschönen Tag, bis bald, tschüss!